Och, ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's 3 mit mir, den Thomas von PlayerGeddon. Ja, wir haben in der letzten Folge ja die vierte Nacht First Try geschafft, aber in der fünften, ja, da bin ich fast an einer Herzattacke gestorben. Und ich würde sagen, los geht's in die fünfte Nacht. Im Übrigen bin ich jetzt alleine zu Hause und meine Tür steht meilenweit auf. Also, oh je, nee. Dann zocke ich noch so ein Spiel, also. Hat das Spiel eigentlich eine FSK? Ich glaube nicht. Sollten die aber mal machen. Ach, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, das zu spielen. Hello. Hello. Und da steht er ja schon wieder. Oh Mann, der soll wiederkommen. Audio-Error. Ich freue mich schon auf das Best-of, das wird richtig geil, ey. Alle Momente, alle witzigen Momente, wo ich mich erschrecke und vielleicht noch andere. Muss ich mal gucken, was ich so da reinpacke. Okay, er steht wieder da. Hi, komm her. Jo, er ist wieder da. Boah, ich hab so Schiss, ey. Fuck. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus, wenn sowas passiert. Jetzt gleich kommt er angelaufen. Hello. Ah! Oh mein Gott! Junge! Ohne Oh nein! Oh Mann! Oh Gott! Nein! Fuck. Junge, das kam richtig unerwartet, wie Foxy da war, ey. Ich hasse... Ja, geh weg. Da hatte ich echt keine Angst vor. Ich weiß schon ganz genau, dass der Ballonjunge da kommt und dann... Man gewöhnt sich auch an die Jumpscares, bis auf Foxy. Foxy ist immer gruselig. Hello. Schon wieder Audio-Error. Was ist denn das? Weil so ein richtiges Made-in-China-Teil, ey. Weißt du, keine 5 Minuten ohne mal das... Oh Mann! Oh ey. Wenn's Five Nights at Freddy's 4 gibt, dann verlange ich von dem Macher... Warte, wir gucken uns jetzt an, wie der Macher heißt. Scott Corton. Wir nennen es einfach Corton. Dann frage ich ihn, ob man dann rumlaufen kann. Und wenn ich eins dieser Viecher sehen sollte, oder Snaptrap, ne? Der heißt Snaptrap, oder? Ja, der heißt Snaptrap. Dann boxe ich ihn. Der soll auch eine Boxfunktion einfügen. Ich box den zusammen. Das ist mir sowas von egal. Ey, der regt einfach nur so auf. So, da steht er ja schon wieder. Da hinten, im Hintergrund. Jetzt ist er schon wieder weg. Jetzt nochmal Play Audio. Oh, schon Audio-Error wegen dem Made in China-Teil. Irgendwie ist es voll entspannt, am Abend irgendwie sowas zu spielen. Wieso das entspannt ist, keine Ahnung. Und nochmal, hi. Ist er wieder da? Jo, ist wieder da. Aber nicht lange, der ist nicht lange da. In der fünften Nacht bleibt er überhaupt nicht lange auf so einer Cam. Wie der Audio-Error, er ist wahrscheinlich zu Cam 9 gekommen. Jetzt müssen wir gucken, dass er nicht in die Lüftungsschächte krabbelt. 1 Uhr schon. Oh, Freddy... Geh weg. Oh nein, nicht schon wieder Foxy, nein. Oh Mann, 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 Mann. Oh Foxy, ich hab dich doch immer gemocht. Foxy, so Fox, Fox. Oh, das kam jetzt aber unerwartet, wirklich. Das kam unerwartet. Oh, ich mag Foxy nicht mehr. Foxy, so Fox, Fox. Der war immer der geilste Charakter. In Five Nights at Freddy's 2 habe ich ihn so gefeiert und jetzt... Jetzt kann man ihn irgendwie nur noch in die Tonne treten. Aber ich hasse es, wenn er so ohne Erwartung kommt. Die letzte Folge hieß ja Thomas und die Herzattacke, ne? Hello. Die hieß auch nicht umsonst so. Allein schon die Maske, die war so creepy.
Ich habe gehört, als Tipp, wenn man den Jungen auf der Kamera sieht, soll man schnell zu einer anderen Kamera schwenken, aber ich bekomme das irgendwie nicht hin, weil ich nicht so schnell denke. Play Audio, vielleicht geht er wieder dahin, wäre ganz nett. Wo ist der Junge denn wieder? Hello. Na, fuck. Das war er. Das war er. Ist mir auch egal. Das war der, bin ich mir sicher. Gleich kommt er angesprungen. Gleich kommt er angesprungen. Und dann ist alles, ja. Och. Ich habe dich überhaupt nicht gesehen, also. Ja. Hallo. Ist mir auch egal, wenn er gleich angesprungen kommt, wirklich. 3 Uhr morgens, neuer Rekord, glaube ich. Soweit sind wir noch nicht gekommen. Alter, wieso greift er mich denn nicht an? Ah! Alter, was war das denn für eine Scheiße? Oh mein Gott. Alter, wo kam Freddy denn her? Wo kam Freddy her? Ey, das kam richtig unerwartet. Alter, Alter, Alter. Ich habe Freddy gar nicht herumlaufen sehen. Normalerweise sieht man ihn ja immer abdancen da im Gang, aber diesmal hat man ihn noch nicht abdancen sehen, also. Joa. Ich frage mich, wann Amazon mir endlich meinen Popschutz bringt für das Mikrofon. Wäre ganz freundlich, wenn die das mal machen würden. Bestellt habe ich es, glaube ich, im Februar. Und Ankunft stand da vom 3. März bis zum 20. Also kommt wieder aus Japan oder China oder was weiß ich. Wahrscheinlich aus Asien. Hello. Schon ein Audio-Error. Und das Gerät kommt auch aus Asien. Aber nicht aus Japan. Japan macht ja meistens von der Technologie her gute Sachen. Ach, da steht er ja schon wieder. Ich mag den nicht. Der ist mir unsympathisches Maskottchen. Es gibt auch sympathische Maskottchen, wirklich. So, wieder. Audio-Devices rebooten. I reboot all, reboot it all, reboot all, reboot all, reboot all. Hello. Hello. Oh, Mann, Foxy. Oh, das kam wieder so unerwartet. Und das ist auch nicht ironisch gemeint, ey. Aber diesmal habe ich mich nicht so stark erschreckt, ey. Ich kann das Spiel bald nicht mehr. Oh, oh. Freddy. Er ist wieder am Updancen. Und man darf Freddy nicht zu lange angucken, weil er dich sonst. Wo? Wo kamst du her? Wo? Wo? Ich verstehe das nicht. Wo kamst du her? Wo? Verstehe ich nicht. Nein. Wo? Sehe ich auch nicht ein. Weiß ich, mag den überhaupt nicht. Naja, dann würde ich sagen, das war's dann auch für die heutige Five Nights at Freddy's 3 Folge. In der nächsten Folge werden wir das so machen. Wenn ich die 5. Nacht nicht schaffen sollte, werde ich den Versuch reinschneiden, indem es klappt. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr kein Five Nights at Freddy's 3 mehr verpassen wollt, lasst doch ruhig ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.